Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Wald. Gestern hatte ich noch schon mal versucht aufzunehmen, da hat es nicht so ganz funktioniert, keine Ahnung, da waren irgendwie Bugs, da hat es nicht aufgenommen. Oder da war kein Ingame-Sound und das war alles ganz schön kacke. Und ich habe jetzt einen neuen Popschutz. Ja, ich weiß nicht, ob man das hört. Ich muss mal gucken, ob man es hört. Wenn man es hört, dann muss ich dann nämlich noch mal ein bisschen was rumstellen. Aber ich kann jetzt auf jeden Fall. Na gut, man hört es trotzdem noch, aber es ist auf jeden Fall deutlich besser. Wo waren wir denn? Wir wollten unsere Hütte weiterbauen. Genau. Da gehen wir mal ein paar Bäume jetzt für fällen. Und eins. Und zwei. Und drei. Und Baum, fall doch jetzt endlich mal um. Mann, 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 ey. Nichts können sie selber, die Bäume. Schlimm. Aber wenigstens ist Tag. Ist schon mal sehr schön. Und es regnet bis jetzt auch nicht, aber so wie ich das Spiel kenne, fängt es auch gleich wieder an zu regnen. Oh, da ist ein Baumstamm. Ah, komm, wir nehmen. Wir gehen den Lauf erstmal rüber. Ja, das können wir noch mitnehmen. Dann spacken wir rüber. Dann hüpfen wir schnell über unsere Brüstung drüber. Voll doll, dass das geht. Feuer, Feuer. Wir brauchen immer noch zwei Köpfe für unsere tolle Statue. Ist auch richtig toll, dass wir gleich am Anfang so ein großes Ding dahingestellt haben. Naja, irgendwann wird es halt schon mal. Wa? Selbst hier drüber kann man springen. Das ist total seltsam. Ich hoffe, da können die Eingeborenen nicht drüber springen. Das wäre nämlich mega doof. Oh, guck mal, Rüstung. Rüstung. Nee, wir sind ja schon voll rüstungsequipped. Oh, guck mal, noch mehr Rüstung. Oh, guck mal, Baumstämme. Ach, freue ich mich mal wieder, jetzt eine Runde aufzunehmen. Und ich hoffe endlich mal, dass es funktioniert. Dauerhaft. Ich weiß ja nicht, ob Audacity aufnimmt, weil ich momentan noch mit einem Bildschirm, beziehungsweise was ist momentan noch? Ich bin ja generell so ein Bildschirm-Freak. Ich weiß auch nicht, vielleicht mache ich auch in den nächsten Runden über meinen Laptop den Ton. Oh, jetzt haben wir hier so ein schönes Fenster. Das ist toll. Vielleicht mache ich ja die nächsten Runden vom Ton her über meinen Laptop, damit ich auch sehe, ob das aufnimmt. Weil wenn das jetzt nämlich nicht aufnimmt, dann ist das ganz schön toll. Dann darf ich nämlich nachsynchronisieren. Und das wäre ganz schön scheiße. Weil ich zweifle gerade ein bisschen über die Qualität vom Popschutz. Vielleicht sollte ich einfach ein bisschen weiter weg. Vielleicht geht das so besser. So, vielleicht klingt das jetzt ein bisschen angenehmer und nicht so bissig. So. Weiter im Text. Die Bäume müssen dran glauben. Bäume müssen dran glauben jetzt. Ich hatte das gestern auch in Skyrim. Ich habe gestern mal kurz Skyrim gespielt. Da war auch dann kein Ingame-Sound da. Ich weiß nicht, ob das an Steam gelegen hat oder ob das an meinem Rechner gelegen hat. Jetzt scheint es erstmal zu funktionieren. Und ich habe mich gestern in Skyrim endlich von meiner Vampirismus-Krankheit heilen können, ja. Weil es einem das jemand sagt, falls einer hier Skyrim spielt. Also das ist ja wirklich eine Prozedur, da sitzt ja wirklich mehrere Stunden dran. Ist ja echt schlimm. Oh, mein Handy hat vibriert. Ich muss das mal kurz lautlos. Bin gerade multitasking-fähig. Hallo, Baum. Du doch jetzt mal hier. Geht doch. Mann, 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 ey. Schlimm mit dir. Fall um, los, komm, fall um. So, warum liegen da Baumstämme? Ach, ich habe keine Ahnung. Die machen wir jetzt noch, dann sammeln wir wieder eine Runde ein. Dann werde ich mal gucken, dass ich irgendwie ein Dach oder irgendwie eine Plattform oder so über unser Ding ins Krieg. Einwohner sind hier aber keine, ne? Nee, gut. So lobe ich mir das. Schön freies Arbeiten in Forest. Sind wir voll die Forest-Arbeiter hier. Und die Vögel zwitschern. Ach, schön. Ich freue mir. Icke freue mir. Bam. Bam. Jawohl. So. Jetzt haben wir hier schön viele dicke Baumstämme. Wir holen erstmal die hier drüben.
Oh, hier müssen wir was essen. Das können wir gleich mal auf dem Weg hier machen. So, ja, wir braten uns mal einen Raw Lizard. Komm schon. Ja, genau, das ist immer, man kann eigentlich auf die Uhr gucken und so bei 5 Minuten, wenn man spielt, fängt es an zu regnen. Immer so. Gut, müsste jetzt mittlerweile 6 Minuten sein. Boah, jetzt werde ich mal fertig hier, ich habe Hunger. Wie viel habe ich denn eigentlich noch? 27. Ah, jetzt. So. Hier regnet es irgendwie nicht mehr. Oder? Nee, gar keine Ahnung. Da unten nicht noch einer. Eingeborener? Nein, kein Eingeborener. Gut. Weiter im Text mit unserer tollen Bude. Und da liegen ganz viele Baumstämme vor unserer Hut. So, noch einen brauchen wir für die eine. Wow. Renne. Ich hab's noch gesagt. Ich habe es noch gesagt. Oh Gott. Ich hab nicht mal eine... 4 Leute. Genau, 4 Leute. Ich glaub's hackt. Ich weiß gar nicht. Oh, ich höre einfach nur Geräusche. Scheiße. Oh Gott. Mir fehlen die Worte. Puh. Ach du Scheiße. Oh Gott, ey. Was war das denn jetzt, ey? Aus dem heiteren Himmel standen die auf einmal vor uns. Das heißt, wir müssen uns eindeutig... Bleib doch jetzt mal stehen. Boah, ich muss auf jeden Fall erstmal... Runde Medizin nehmen. Sonst wird das hier nüchte. Komm her, Rüstung. Komm zu Papa. Boah! Und das ist wahrscheinlich ein Grund, warum man dieses Spiel nicht als Jünger spielen darf. Ich meine, wenn hier so ein 12-Jähriger sitzt, der kriegt ja Albträume, ey. Alter Vater. Na gut. Aber warum haben wir das überlebt? Wir hatten ja auch da null live. Und die sind abgehauen. Vielleicht habe ich noch so Anfängerbonus? Ja, weil es vielleicht regnet? Keine Ahnung. Eieiei, aber jetzt haben wir wenigstens noch einen Kopf. Oh, warum geht er denn jetzt nicht mehr? So, jetzt. Komm schon, ja. Brauchen wir. Alter, haben die mich jetzt verjagt. So. Gott, war das anstrengend, ey. Vor allem anstrengend. Ja, so voll gruselig und so. Kann ich denn... Ich will aber keine Basic Wall. Ich will...
Dach, Roof, nee, nüchte. Das geht alles noch nicht. Schade. Gut, dann bauen wir uns halt erstmal einen Lockholder. Aber ja, scheiße hingesetzt, ey. So ein Kack. Na egal. Eieieiei, jetzt brauchen wir erstmal Sticks und keine Baumstämme. Oh, nee. Was sagt denn eigentlich die Uhr? Ah ja, haben noch gut Zeit. Stick. In uns. Clean. Der ist just a rabbit. Der just two rabbits. Stick. Cool wäre auch, wenn die Blitze anzeigen würden, wo die Viecher sind. Weil er wird seinen Herzinfarkt kriegen, wenn er direkt neben dir einschlägt, ey. Einen noch. Komm schon irgendwo. Da. Da, wir können keinen mehr tragen. Schöne Scheiße. Ich mache die Folge heute mal etwas kürzer, weil ich muss sie nämlich noch hochladen und rendern, und wenn die nämlich so 20 Minuten ist, dann ist es nämlich voll scheiße. Bei mir dauert das nämlich voll lang, ihr habt nämlich voll schlechtes Internet. Das heißt, ihr werdet es doch hoffentlich verkraften können, wenn ich jetzt eine 15 Minuten Folge machen kann, eine 20 Minuten Folge. Dafür haben wir die nächste auch 25 Minuten, das verspreche ich euch. Und ich nehme mal lieber besser meine Axt. Nicht, dass uns hier noch eine böse Überraschung entgegenkommt. Rüstung. Ich weiß auf jeden Fall, dass dort oben ein Lager ist. Und ich würde gerne einfach mal die... Na, wie heißt sie? Och, hier Rüstung überall, ey. Komm, snacken wir uns mal. Boah, den haben wir aber zerfetzt, ey. Eieiei. Komm, wir lassen mal einen Rollisat liegen. Ich kann mir den irgendwann später aufheben. Ich gucke mal da hoch, weil die jetzt von hier oben zu kommen scheinen, oder? Mann, ich habe auch bis jetzt noch keine Schreie mehr gehört von denen. Also so Kommunikationsschreie hier. Weißt du? Und ich weiß auch, dass es unter irgendeinem Boot eine Flaregun gab. Nur das Boot jetzt zu finden, ist ganz schön heavy. Das heißt, früher oder später müssen wir in die Höhle und müssen auch aus der Höhle wieder rauskommen und nicht wie die mit diesen hässlichen Spinnenfuzzi-Gebilden da. Es war ja was. Null Life, null Energy. Hauptsache dort irgendwie Spinnen, Frauen, Männer, Kerle, Weiber da hinstellen, ey. So ein Scheiß. Haben auf jeden Fall einen Lockholder. Das heißt, wir nehmen jetzt mal ein paar Locks mit. Hauen die da drinnen rein. Kann ich die hier? C. Ja, super. Das funktioniert. Sammelt jetzt alle erstmal ein. Wie viele passen denn da rein? 4 wahrscheinlich. Oder? Schwesset ja, ne? Und dieses und. Wo ist das andere? Hat man nicht. Doch, wir hatten doch noch, oder? Hatten wir nicht mehr? Doch, freilich. Da, genau da.
Wollt schon sagen. Als ob wir keine Baumstämme mehr hätten, so viele Bäume, wie wir gefällt haben. Oh, überhaupt nicht hell oder so. So, let's play Forest im Himmel. Kann ich da endlos draufhauen oder ist jetzt 6 das Maximale? Ich würde es halt gerne noch mal wissen. Baumstämme gibt es hier nicht mehr. Und ich sehe auch, Sonne geht unter, wir essen was und dann legen wir uns schlafen. Würde ich jetzt einfach mal so sagen. Wir zünden jetzt mal alles an, was wir hier haben. Nicht, dass wir dann noch Besuch bekommen. So, und jetzt gucken wir uns was Schönes. Und zwar einen Raw Lizard. Und wir wechseln bitte schleunigst wieder auf die Axt. So, das brennt und das brennt. Und das brennt nicht. Stimmung hier. Los, komm. Tollen Stein. Stein fliegt. Axt wird rausgenommen. Noch so ein Stein. Oh. Er hat gegessen. Von da hinten aus. Einfach mal da mit seinem langen Arm rüber. Na gut, alles klar. So, hier ist clean. Hier ist auch clean. Hier ist auch clean. Na gut. Oh, wie viele Hasen da draußen? Ich will Hasenkäfig. Mach mal nächste Folge. Und da bauen wir auch einen Garten. Alles klar. Also, nächste Folge Garten und Dingens. Hast du gehört, weißt du? So, jetzt sind wir trotzdem wieder bei 17 Minuten. Aber na gut, dann würde ich sagen, es war schön mit euch. Ich hoffe, ich war unterhaltsam. Heute ein bisschen Action gehabt hier mit den Einwohnern. War eigentlich im Nachhinein ganz cool, denn die Situation war halt mega creepy. Aber wir gehen jetzt erstmal pennen und ich würde sagen, bis zur nächsten Folge und tschö.